Milliarden mit unserer Sehnsucht vertreten, beladen mit den Gedenken an schlimme Zeiten in unserem Land, in unserem Ort, auf dem Gebiet unserer Frage nach den schlimmen Zeiten, in denen der Mensch nichts mehr sieht. Erfüllt mit der Verehrung eines wunderbaren Menschen, der Opfer dieser schlimmsten Geschehnisse unserer Geschichte geworden ist, Marcel Callot, den die katholische Kirche als Seligen verehrt und der ein leuchtendes Beispiel dafür ist, für Frieden, Nächstenliebe, Glauben. Beladen und erfüllt, so stehen die Glocken in unserer Mitte. Sie seien klingende Boten des Friedens, die uns aufhorchen lassen, erinnern, ermahnen, motivieren. Sie seien eine Erinnerung an Marcel Callot, der mit ihrem Klang ins Gedächtnis der Menschen in unserem Ort eingeschrieben wird. Sie seien aber auch Ausdruck der Lebensfreude, des Neuanfangs, wenn wir ihren Klang hören. Sie werden uns begleiten durch Freude und Leichtigkeit. Sie werden wohl auch die klangliche Visitenkarte unseres Ortes verändern und prägen. 103 Jahre, nachdem wir sie hergeben mussten, dürfen wir sie heute ihre Bestimmung übergeben. Das erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit. Lieber Herr Prälat, ich bitte dich nun, die Weihe unserer Friedensglocken heute zu verehrte